Einen wunderschönen Vormittag von meiner Seite. Herzlich willkommen, erster Tag der BASTA, zu diesem C-Sharp-Vortrag, den ich überschrieben habe mit dem Titel Coding like the Wind. Es geht in den nächsten rund 75 Minuten um verschiedenste Funktionen in der Visual Studio 2012 IDE, die speziell Ihnen als C-Sharp-Entwickler helfen sollen, produktiver zu sein. In Visual Studio 2012 mit C-Sharp, mit der C-Sharp IDE, hat sich nicht so viel verändert, dass ich Ihnen 75 Minuten lang nur Neuigkeiten von Visual Studio 2012 erzählen könnte. Naja, okay, wir könnten 60 Minuten davon auf die großgeschriebenen Menüpunkte schimpfen, das ist schon richtig, aber das wird auch irgendwann langweilig. Das heißt, ich habe ganz allgemein in diesem Vortrag eine ganze Reihe von wichtigen Tipps und Tricks aus meiner Sicht zusammengefasst und ich schätze mal so, zwei Drittel, drei Viertel davon können Sie auch mit den aktuellen Versionen von Visual Studio 2010 benutzen. Ich werde dann immer darauf hinweisen. Zweiter Hinweis, ich habe auf meinem Laptop hier installiert die Visual Studio 2012 Premium Edition und das ist auch das Toolset, das ich hier verwenden werde. Es gibt ein paar Features, auf die ich hinweisen möchte, die nur in der Ultimate Edition verfügbar sind. Wer von Ihnen hat denn das Glück und den Luxus, die Ultimate Edition einzusetzen? Ah, doch, einige, wunderbar, sicher keine Trial-Editionen, nehme ich an. Wie gesagt, ich werde darauf hinweisen, die werde ich nicht live zeigen, weil meiner Erfahrung nach die meisten Premium Edition oder etwas in die Richtung im Einsatz haben. Ich werde des Weiteren viele der Samples, das sind teilweise kleine Samples, herzeigen, aber ich habe bewusst unser eigenes Projekt mitgebracht. Hier sehen Sie übrigens in den Slides dann auch meine ganzen Kontaktdaten, falls Sie im Anschluss an den Vortrag irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie mich via E-Mail, via unserer Website oder auch via Twitter, überhaupt kein Problem. Das hier ist unser Produkt und das hat doch eine gewisse Codebasis. Wir sprechen hier über eine Solution mit momentan exakt 100 verschiedenen Projekten, mehreren tausend Unit-Tests, vielen, vielen zehntausenden Lines of Code und ich möchte speziell die Code-Navigations-Features mit dieser großen Solution zeigen, weil ich Ihnen einen Eindruck davon vermitteln möchte, was Visual Studio im Echtbetrieb kann. Wie es mit Performance aussieht. Was ist, wenn ich sage, find all references in einer Solution mit 100 Projekten und zig Zehntausenden, wenn nicht Hunderttausenden Lines of Code. Das ist mir wichtig, dass das auch rüberkommt. Und ein letzter Kommentar, bevor wir in Medias Res gehen und wirklich loslegen. Ich habe an dieser Stelle Visual Studio ohne jegliche Zusatztools installiert. Es gibt natürlich am Markt eine ganze Reihe von Produktivitätswerkzeugen und ich bin sicher, der eine oder andere von Ihnen hat die auch im Einsatz. Das ist nicht Scope von diesem Workshop, von dieser Session hier. Ich möchte mich auf das konzentrieren, was Visual Studio out of the box bietet und Sie können dann selbst entscheiden, ob Sie Zusatztools brauchen, die über das hinausgehen oder ob Sie mit dem Lieferumfang durchkommen. Ich kopiere am Anfang der Slide immer gerne den Abstract mit rein, damit wir uns in Erinnerung rufen, was ich Ihnen versprochen habe. Es geht primär um die IDE, also wir werden nicht sehr viel Code tippen. Ich möchte Ihnen zeigen, Tipps und Tricks, was wir hier tun können. Ich werde ausschließlich Version 2012 verwenden und ich habe es auch deshalb reinkopiert, weil hier ein zusätzlicher Name steht. Eigentlich sollte auf dieser Bühne mit mir gemeinsam mein lieber Kollege und Freund Roman Schachal stehen. Er hat auch einen guten Teil dieses Vortrags mit vorbereitet, aber leider muss er aus persönlichen Gründen musste er kurzfristig die BASTA absagen und deshalb müssen Sie mit mir alleine Vorlieb nehmen, aber ich bin sicher, auf einer der nächsten BASTAs werden wir den Roman dann wieder sehen. Wie ist es? Sollten Sie umsteigen auf Visual Studio 2012? Wann sollten Sie umsteigen auf Visual Studio 2012? Wann sollten Sie vielleicht nicht umsteigen und wann müssen Sie umsteigen? Fangen wir mit dem an, wann Sie umsteigen müssen. Wenn Sie Windows Store Apps entwickeln wollen, dann brauchen Sie Visual Studio 2012. So einfach ist es. Was ist, wenn Sie keine Windows Store Apps entwickeln, sondern zum Beispiel klassische Desktop Apps oder ASP.NET oder ähnliche Dinge? Kein Problem, Sie können trotzdem umsteigen. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Project Files, Solution Files kompatibel bleiben. Das heißt, Sie können ohne weiteres mit Ihren alten Files weiterarbeiten. Ich möchte Ihnen hier generell 2012 zeigen. Alle diese Features, die Sie hier sehen, werden Sie mit den alten Projekten genauso verwenden können wie mit den neuen. Sie sind also nicht gezwungen, dass Sie auf .NET 4.5 oder C Sharp 5 umsteigen, nur weil Sie Visual Studio 2012 im Einsatz haben. Fangen wir an und
das werden wir jetzt einfach Schritt für Schritt durchmachen mit Navigationsfeatures. Ich werde den Vortrag wie folgt aufbauen. Ich werde jetzt in Visual Studio einsteigen und Ihnen verschiedene Funktionen zeigen, wie Sie in Code effizient und schnell navigieren können. Und dabei erfahren Sie hoffentlich wichtige Tipps und Tricks und sehen ein paar Features, die Sie bis jetzt noch nicht eingesetzt haben. Und dann werde ich im Anschluss zurückkehren zu den Slides. Wir werden es uns kurz durchsehen, um zu rekapitulieren. Aber diese Dinge möchte ich Ihnen gerne live zeigen. Lassen Sie mich hier mal umschalten auf meine Visual Studio Umgebung. Und dieses Ding hier, der Solution Explorer, zeigt Ihnen schon, das sind alles Projekte. Das ist unsere große Solution. Das sind dann eine Testprojekte. Ich habe es ein wenig zugeklappt, dass wir ein bisschen besseren Überblick haben. Die Bildschirmauflösung ist hier nicht die beste. Also auf Ihrem Bildschirm werden Sie wahrscheinlich so ein Bild haben von Visual Studio. Und ganz ehrlich, je mehr Pixel für Visual Studio, desto besser. Man könnte sogar sagen, je mehr Pixel und je mehr Bildschirme, desto noch besser. Am besten haben Sie zwei oder drei Bildschirme neben sich stehen. Multiscreen-Unterstützung ist ja mit Visual Studio 2010 schon gekommen und ist definitiv nicht schlechter geworden. Da hat sich nicht viel getan. In unserem Fall hätte ich jetzt als erstes ein kleines Szenario. Und zwar, es gibt eine Funktion, ich gehe da mal hin, das ist die hier. So. Und? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sie sehen, diese Klasse ist doch etwas größer. Erster wichtiger Hinweis, alles zusammenklappen. Steuerung MO ist ganz praktisch. Und dann kann ich nämlich an dieser Stelle gleich mir einen Überblick verschaffen und Visual Studio ist schon wieder eingefroren. Nein, ist hier. Hier haben wir eine Funktion, die heißt Initialize Environment. Diese Funktion Initialize Environment ist private und jetzt möchte ich beispielsweise schnell herausfinden, wer ruft diese Funktion auf, weil ich vielleicht an dieser Funktion irgendwelche Änderungen machen möchte. Initialize Environment, ich möchte herausfinden, wer nutzt Initialize Environment aller. Und der erste Shortcut dazu, rechte Maustaste, ist Find All References, Steuerung KR, das kennen wahrscheinlich die meisten. Und was ich dann bekomme, ist ein Aufruf und ich sehe, wenn ich hier mal reinzoome, dass diese Initialize Environment Methode von verschiedenen Stellen aufgerufen wird. Ich könnte natürlich an dieser Stelle jetzt rein navigieren, mit einem Doppelklick sehe ich, aha, Initialize Environment und jetzt stelle ich mir die Frage, ist diese Methode, die hier Initialize Environment aufruft, public? Ist die nach außen sichtbar? Jetzt kann ich dann nach oben scrollen und sagen, nein, die ist internal, das heißt, wir machen das gleiche Spielchen wieder, find all references, schauen nach, wer ruft denn aller refresh environment auf und da sehen Sie schon, das ist ziemlich viel. Also, langer Rede, kurzer Sinn, dieses find all references ist ganz nett, aber es gibt ein anderes Feature seit Visual Studio 2010, das in diesem Bereich noch viel besser einsetzbar ist. Wieder ein kleiner Tipp, Shortcut, vielleicht kennen ihn noch nicht alle, Steuerung Minus und ich kann quasi wie bei einem Browser zurückhüpfen. Also wenn ich irgendwo runterdrille und zurückkomme, Steuerung Minus, komme ich wieder zurück. Das sind diese beiden Buttons hier, Navigate Backward und Navigate Forward. Steuerung Minus und Steuerung Shift Minus. Also Steuerung Minus, das ist so ein Shortcut, den würde ich mir eventuell merken. Was ich bei Initialize Environment stattdessen jetzt machen kann, ist, ich kann mir die Call Hierarchy ansehen. View Call Hierarchy. Das ist dieses Fenster hier unten. Ich zoome hier mal rein. Und was ich hier machen kann bei Call Hierarchy, ist erstens einmal, ich kann das Ganze scopen. Ich kann sagen, bitte durchsuch nicht die ganze Solution, sondern nur das aktuelle Projekt oder das aktuelle Dokument. Das ist mal ganz praktisch. Klicke einfach drauf und sage, wer ruft das auf? Sie sehen, er durchsucht die Solution, warum auch immer, jetzt wieder schnell. Er durchsucht sie wirklich schnell und er sagt mir sofort, aha, hier Refresh Environment und das kann ich jetzt mehrstufig machen. Hier kann ich wiederum sagen, wer ruft das hier auf und dann brauche ich nur hier wieder reingehen, zoomen wir ein wenig raus. Hier habe ich die Call Site, ein Doppelklick und ich bin beim entsprechenden Source Code Punkt. Das ist dieses Calls to, diese Call Hierarchy, wie Sie sehen und das funktioniert in beide Richtungen. Ich kann auch die Frage stellen, welche Funktionen ruft Initialize Environment auf und da kann ich dann ebenfalls wieder runtergehen und schauen, was das im Hintergrund wieder aufruft und ähnliche Dinge. Diese Call Hierarchy ist recht praktisch, aber sie wird mit einem zweiten Feature noch wesentlich praktischer. Und zwar das sogenannte Code Definition Window. Das Code Definition Window, ich hole das mal her, jetzt wäre es natürlich perfekt, wenn ich einen zweiten Monitor hätte. Dieses Code Definition Window, ups, das wollte ich nicht. Dieses Code Definition Window könnte ich mir zum Beispiel auf einen zweiten Monitor legen. Dort bleibt das offen und dieses Code Definition Window bekommt jetzt mit, wo mein Mauscursor bzw. wo der Fokus gerade steht. Wenn ich beispielsweise hier auf Initialize Environment klicke, dann sehe ich hier im Code Definition Window, stellen Sie sich vor, das ist der zweite Monitor, den Code von Initialize Environment. Wenn ich das jetzt aufklappe und sage, ah, da wird Refresh Environment wird da aufgerufen, Sie sehen einen Klick und er sagt, zeigt mir sofort an, was Refresh Environment macht. Er ändert hier den Fokus.
Fokus nicht. Ich kann in meinem Editor sein, wo immer ich will. Das Code Definition Window zeigt mir das immer an. Und wenn ich hier beispielsweise schaue, was Refresh Environment aufruft, und da gibt es jetzt zum Beispiel so eine Funktion, dann sehen Sie, geht das natürlich auch mit Members und ähnlichen Dingen. Jetzt lassen Sie mich mal ganz kurz noch was nachsehen. Ja, der geht nicht mehr weiter runter, das passt wunderbar. Dieses Code Definition reagiert aber nicht nur darauf, wo ich unten in der Call Hierarchy stehe, Steuerung MM, ich klappe das wieder auf, sondern das reagiert auch darauf, wo ich hier im Editor stehe. Jetzt muss ich das noch ein wenig kleiner machen, wie gesagt, die Auflösung ist ja nicht die beste. Ich klicke hier auf Execute, lasse den Mauszeiger einfach dort stehen und Sie sehen, das Code Definition Window hüpft genau dorthin, wo ich an dieser Stelle hin möchte. Selbst bei Methoden wie First beispielsweise, an dieser Stelle, First ist ja eine Extension Method, wie Sie wissen. Das ist Link, eine Extension Method, die implementiert ist in Enumerable und an dieser Stelle erkennt er das und zeigt mir auch über Reflection den binären Code von der referenzierten Assembly. Recht praktisch, ich sehe dadurch sofort die überlagerten Calls, die es hier gibt und kann entscheiden, was ich an dieser Stelle mache. Dieses Code Definition Window, wie gesagt, wenn Sie mehrere Fenster, mehrere Monitore haben, eine sehr praktische Angelegenheit. Wenn wir schon dabei sind, dann kann ich Ihnen hier bezüglich Fenstermanagement noch eine Kleinigkeit zeigen. Und zwar, manchmal ist es so, dass man diese Fenster, beispielsweise mit diesem Fadenkreuz, das nicht immer alle lieben, nicht unbedingt genau dorthin positioniert, wo man es hinhaben will. Und da gibt es einen netten Trick, und zwar mit Doppelklick auf den Fenstertitel, nein, durchrausziehen, mit Doppelklick auf den Fenstertitel können Sie es erstens mal groß machen und bei diesen Fenstern hier unten, zum Beispiel Call Hierarchy, wenn ich hier auf Call Hierarchy das Ganze rausziehe und dann wieder fast Steuerung Doppelklick, ich habe es mir aufgeschrieben, das habe ich vergessen, Steuerung Doppelklick fügt das Ganze wieder an die ursprüngliche Position. Also mit Steuerung Doppelklick geht das Ganze heraus, ich hole es mir raus aus dem angedockten Zustand und mit Steuerung Doppelklick kommt es wieder dorthin, wo es eigentlich gerade war. Ein recht nützliches Werkzeug, wenn man immer wieder die Dinge schnappt, irgendwo hinzieht und dort will man es eigentlich gar nicht haben. Alle diese kleinen Tipps und Tricks stehen natürlich auch in den Slides drinnen. Nächste Sache, die wir hier im Bereich Navigation noch haben, ist, die finden wir im Solution Explorer. Ich möchte das wiederum an einem Szenario machen. Punkt 1, ich möchte diese Methode hier, hoffentlich, ja, das passt wunderbar, Steuerung MO, klappen wir zusammen. Wir haben hier eine Klasse Persisted Property und ich möchte herausfinden, das ist eine abstrakte Klasse, wer implementiert aller diese abstrakte Klasse? Na, was könnte ich an dieser Stelle machen? Ich könnte versuchen, Call Hierarchy aufzurufen, View Call Hierarchy, geht nicht, es gibt keinen Call auf einer Klasse, ich kann keine Call Hierarchy aktivieren. Ich kann natürlich hergehen und hier mit Find All References, dieser Stelle nach Persisted Property suchen, dann bekomme ich hier eine relativ lange Liste und könnte hier ganz genau schauen und sehe, ah, hier habe ich eine Implementierung, hier habe ich eine Implementierung, hier habe ich eine Implementierung, aber ich habe natürlich viele andere Dinge, wo es nur verwendet wird, auch mittendrin. Es gibt eine viel bessere Variante, wenn ich hier auf Persisted Property gehe, dann ein gewisses Problem an dieser Stelle, die Solution hier, es steht irgendwo, Moment, ich muss das wieder kleiner machen, ich müsste jetzt hier das File suchen, in dem Persisted Property implementiert ist. Wie finde ich möglichst schnell das File, in dem Persisted Property implementiert ist? Das können wir einschalten, und zwar bei den Options, und da habe ich jetzt einen wichtigen Tipp für Sie. Wer hat noch nie in diesem Option-Dialog endlos lange nach irgendetwas gesucht, weil er nicht mehr genau wusste, wo ist dieses Feature. Da gibt es etwas ganz Tolles hier oben, das ist die Quick Launch Bar. Die ist jetzt wirklich neu in Visual Studio 2012 und es gibt ein Feature, da kann ich mich vielleicht noch erinnern, das heißt irgendetwas mit Track, Active Item in Solution Explorer oder so ähnlich. Und da kann ich jetzt Folgendes machen, die entsprechenden Shortcuts stehen in den Slides. Ich kann hinschreiben Add Opt, das heißt ich suche eine Option, Track. Und was das Ding jetzt macht, er durchsucht mir den Optionen-Dialog, zeigt mir eine Liste aller Settings, in denen das Wort Track drinnen vorkommt. Und da habe ich jetzt beispielsweise Turn Track Active Item On or Off, klick drauf. Dann kann ich hier Track Active Item aktivieren. Und wenn ich jetzt auf OK drücke und hier bei Persisted Property stehe, Sie sehen, dann sucht er sich das Item in diesem riesengroßen Solution, in dieser riesengroßen Solution mit 100 verschiedenen Projekten entsprechend raus. Und jetzt kann ich ein tolles Feature hier nutzen,
Und zwar, ich kann das hier aufklappen und das ist ebenfalls neu. Ich sehe jetzt nicht nur, ich zoome ein wenig rein, welches File ich hier habe und welche Klasse drinnen vorkommt, sondern ich kann die Klasse weiter aufklappen. Sehen Sie das? Ich sehe also den Inhalt dieser Klasse und ich kann mit der rechten Maustaste sofort mit einem Klick mir die Derived Types ansehen. Und hier haben Sie mit einem Klick alle Derived Types in einem eigenen Fenster und ich kann hier wieder runterklicken und das Ganze wieder von vorne beginnen. Also dieses einfache Szenario, was sind meine abgeleiteten Typen, kann ich damit auch in dieser riesengroßen Solution blitzartig durchführen, indem ich diese Option eingeschaltet habe und den neuen Solution Explorer verwende, um hier aufzuklappen. War da eine Frage? Oder? Okay, wunderbar. Gehen wir wieder zurück zu unserem Solution Explorer. Genau, bleiben wir, ja, gehen wir ins nächste Beispiel. Hier gibt es oben übrigens nicht nur dieses Add-Opt, sondern es gibt auch ein Add-Menu. Da können Sie zum Beispiel nach View suchen, dann finden Sie alle Menüpunkte, in denen das Wort View drinnen vorkommt. Und Sie können auch MRU und dann bekommen Sie in der Most Recently Used List, dann sucht er Ihnen nur bei den zuletzt verwendeten Menüpunkten, Dinge, die Sie häufig verwenden, das Wort View. Und Sie sehen, View ist ja bei den normalen Menüpunkten sehr häufig vorgekommen, aber in meiner Menu, habe ich mich vertippt? Ja, genau. Aber in meiner Most Recently Used List bekomme ich hier nur 3 Items und damit kann ich recht schön navigieren. Übrigens, das ist ein Shortcut, an dem man sich relativ schnell gewöhnt. Steuerung Q setzt den Cursor genau da oben rein und wenn ich jetzt beispielsweise das Track suche, gebe ich das ein und er landet genau dort, wo ich hin will. Gerade auch, wenn ich Windows suche, zum Beispiel das Code Definition Window. Steuerung Q, Code Def und schon habe ich mein Code Definition Window hier, drücke Enter und das entsprechende Fenster ist hier im Bildschirm. Man gewöhnt sich eigentlich die Menüpunkte ab und dann wird verständlich, warum sie groß geschrieben worden sind, sonst vergisst man, dass sie da sind. Vielleicht ist das der Grund, ich weiß es nicht genau. Okay, lassen Sie mich kurz mal hier nachsehen, ob ich Ihnen irgendwas unterschlagen habe. Nein, wunderbar. Next one. Wir wissen, dass es in unserem riesengroßen Projekt, in unserer Solution, eine Klasse gibt, die irgendetwas implementiert, das irgendwas mit Binary und Property oder so etwas heißt. In meinem Fall weiß ich, dass es diese Klasse gibt, aber stellen Sie sich vor, Sie sind sich beim Namen nicht mehr ganz so sicher. Suchen wir einfach mal. Wie können wir suchen? Etwas, was es seit Urzeiten gibt, Steuerung Shift F. Damit können wir Find in Files aufrufen und da könnte ich zum Beispiel nach Binary suchen. Gehen wir das ja mal weg und ich sage Find All und ich bekomme dann doch eine halbwegs lange Ergebnisliste von allem, was Binary heißt. Also mit Binary kommen wir nicht zurecht weiter. Wir können nochmal suchen und ich weiß nicht, ob das jeder kennt, ich kann hier mit Regular Expressions suchen. Eine recht spannende Sache, aber seien wir uns ehrlich, wer kennt denn alle Regular Expression Shortcuts und so weiter und da gibt es eine nette Hilfe. Ich möchte suchen nach Bin, dann soll irgendwas kommen und dann das Prop, irgendwas mit Bin-Prop könnte es vielleicht heißen. Da gibt es einen Trick, hier daneben dieser kleine unscheinbare Button, wenn wir hier draufklicken, dann sehen wir eine Hilfe zu allen möglichen Regular Expression, zu häufig verwendeten Dingen. Match any character, ja genau das wollen wir. Bin.stern, Prop.stern, dann suche ich nach dem Ganzen und dann habe ich mal schon bedeutend weniger drinnen und da, es ist immer noch relativ viel, wir können es abwarten, es sind immer noch hunderte an Treffer. Es gibt jetzt eine neue Suche seit Visual Studio 2010 und diesen Shortcut sollte sich wirklich jeder merken, Steuerung Komma. Steuerung Komma ist Navigate to. Steuerung Komma ist definitiv das bessere Find in Files für viele Fälle. Allerdings, Steuerung Komma durchsucht C-Sharp-Files. Also wenn Sie XAML-Files durchsuchen wollen beispielsweise, dann hilft Ihnen Steuerung Komma leider nichts. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier drinnen suche mit bin, leer, prop, dann in diesem Fall analysiert er den Text und sagt, okay, es sind ausschließlich Kleinbuchstaben, das heißt, ich suche case insensitive. Leerzeichen ist eine Und-Verknüpfung, das heißt, er sucht eine Definition, ein File, eine Klasse, einen Member, wo irgendwo bin und prop drinnen vorkommt und dann sehen Sie recht schnell, dass wir hier beispielsweise sofort die Klasse mit Doppelklick und wir sind schon dort. Steuerung Komma durchsucht eben genau diese Dinge. Was ist, wenn ich binary property großgeschrieben eingebe, dann erkennt er, dass an dieser Stelle ein Großbuchstabe drinnen steht und durchsucht case sensitive. Ja? Binary Property durchsucht eben nach großgeschriebenen Properties, das klappt ganz gut. Und wenn ich das Leerzeichen hier weglasse,
dann sucht er auch wirklich diesen einen Begriff. Achten Sie darauf, ich habe an dieser Stelle Binary Property geschrieben und machen wir es mal so. Ich gebe hier ein großes P ein. Ich habe Ihnen gesagt, wenn ein Großbuchstabe ist, sucht er Case Sensitive. Und trotzdem findet er hier etwas, was Binary Property mit einem großen B heißt. Wissen Sie warum? Das sind nämlich Files, sehen Sie das? Er durchsucht also nicht nur Klassennamen, Membernamen, sondern er sucht auch Dateinamen. Und nachdem Dateinamen unter Windows nicht case-sensitive sind, werden Dateien auch gefunden, wenn ich case-sensitive suche und das Casing nicht exakt zusammenpasst. Also dieses Steuerung, dieses Navigate-To ist wirklich eine tolle Sache. Und by the way, man kann auch diese nette Pascal-Casing-Funktion nutzen, BP beispielsweise. Dann sucht er alle zusammengesetzten Hauptwörter jeweils den ersten Buchstaben. Binary Property. Und ja, da kommen dann so lustige Sachen raus, wie beispielsweise, das habe ich mir aufgeschrieben, TQWHR. Okay, das sollte es irgendwo geben. Genau, Test Queries with Hierarchical Relation. Das sollte demonstrieren, was man macht. Und wenn wir schon dabei sind, das interessiert mich jetzt, DSDS, mal schauen, ob in meinem Projekt, ja tatsächlich, also wir suchen einen Superstar. Hier, jetzt könnten wir, wird das von Stefan Raab geheißen, DSDS, ich weiß nicht was. Könnte ich jetzt auch suchen, aber Sie verstehen den Punkt. Also dieses Pascal Casing ist eine sehr praktische Sache. Und by the way, das funktioniert natürlich auch in IntelliSense. Ich hoffe, Sie kennen das. Lassen Sie mich, ich bin noch nicht so geübt im Umgang mit Windows 8. Lassen Sie mich das kurz an einem kleineren Projekt zeigen, beispielsweise hier. Programs yes. Lassen Sie mich hier eine Methode machen. Static void this is, größer, is my function, sowas in die Richtung. Und dann kann ich bei IntelliSense einfach sagen, this is my function. Sehen Sie das? Also das funktioniert auch bei IntelliSense, tap, und er ergänzt mit entsprechenden Namen. Vielleicht hat das der eine oder andere noch nicht gekannt. Das funktioniert auch seit Visual Studio 2010, kann man wunderbar verwenden. Okay. Schauen wir uns das nächste an. Ich möchte eine bestimmte Methode raussuchen, und zwar die Methode SelectSingle. Wenn ich hier mal reingehe, dann gebe ich hier SelectSingle ein. Das ist eine relativ lange Methode, nicht SingleSingle, sondern SelectSingle. SelectSingle, hier sind wir drinnen, und dann nehmen wir meinetwegen die hier. Das ist ein Delegate, das ist der falsche. SelectSingle, die hier will ich. Ja, das passt wunderbar. Diese Select-Single-Methode, das wollte ich Ihnen zeigen. Ich klappe das Ganze hier auf und sehe, die ruft wieder irgendeinen internen Private, was weiß ich was auf. Wie komme ich dort rein? Die meisten drücken jetzt rechte Maustaste und go to definition, F12. F12 ist auch so ein Shortcut, den sollte man sich einfach merken. F12 ist go to definition, Steuerung MM, klappt das Ganze auf. Jetzt interessiert mich dieses Select, F12, dann komme ich wieder runter, Steuerung MM, klappt das Ganze auf. Und so kann ich mich im Source-Code eigentlich recht schön nach unten bewegen. Und das klappt wieder nicht nur innerhalb meines Projekts, sondern mit F12 kann ich auch blitzartig schnell in die Definition von binären Referenzen reinhüpfen, und damit spare ich mir den einen oder anderen Blick in die MSDN-Library. Ich mache das sehr häufig so, wenn ich nicht mehr genau weiß, welche anderen Überlagerungen gibt es da auch noch oder ähnliche Dinge, F12, und ich sehe mal, wo ist denn das jetzt? In manchen Link-Statements, die so lange sind, mit Extension-Methods und so weiter, bin ich mir auch manchmal nicht ganz sicher, ist das jetzt eine Methode von dieser Instanz oder ist das eine Extension-Methode und ist die virtuell oder nicht? F12, und sie landen genau da. Und in unserem Fall sehen wir, dass beispielsweise dieses Find-Elements ein List off zurückgibt und any aber auf der anderen Seite über die Klasse enumerable als, wo haben wir es hier, Extension-Methode reinkommt. So kann ich sehr schnell den Code verstehen und rausfinden, was ist es denn wirklich, was an dieser Stelle aufgerufen wird. Und wieder mit Steuerung minus kann ich da zurückhüpfen, sehen Sie das? Und ein wichtiges Feature an dieser Stelle, hüpfen wir noch ein Stückchen hier zurück, Steuerung Shift minus wieder her. Wenn ich das Ganze nochmal durchführe, Select Single, wo waren wir? Visual Studio macht die Fenster nicht kaputt. Achten Sie darauf, ich bin hier in diesem Fenster, und wenn ich hier mit F12 runtergehe, dann öffnet er irgendwie, also er hüpft in diesem Fall, weil es die gleiche Klasse, aber gehen wir hier runter,
dann macht er meine Fenster nicht kaputt. Also er fügt jetzt nicht zig verschiedene neue Fenster hinzu. Wenn ich immer wieder durch meine ganzen Klassen hier durchgehe, dann sehen Sie, er bewegt sich immer in diesem einen Fenster. Er fügt nicht immer mehr Fenster hinzu. Und das eine, was ich hier offen hatte, das blieb auch offen. Das ist auch eine sehr, sehr nützliche Funktion. Früher mal in alten Versionen von Visual Studio hat er ständig meine Fenster kaputt gemacht und ich wusste nie, wo ich bin und ich musste immer mit Steuerung F4 alle möglichen Fenster wieder schließen. Das ist Vergangenheit, das klappt jetzt auch wirklich gut. Wenn wir schon bei diesen Fenstern sind, möchte ich hier noch was zeigen, wenn ich hier mehrere Fenster aufmache, vielleicht auch ganz praktisch, dieses kleine Ding hier, damit können Sie die wichtigsten Fenster, in denen Sie gerade arbeiten, hier pinnen und das bedeutet, wenn Sie jetzt beispielsweise weitere Fenster aufmachen, die vorderen beiden bleiben immer an der gleichen Stelle, also er verschiebt hier nichts, die sind fixiert und Sie können sich auf die konzentrieren. Manchmal auch eine praktische Sache, ist eine Kleinigkeit, gebe ich zu, aber manchmal äußerst praktisch. Was habe ich denn hier noch? Und zwar lassen Sie mich noch mal ein Stückchen Code raussuchen, das vielleicht nicht ganz simpel ist. Nehmen wir den hier noch mal. Eine Funktion, die ebenfalls schon relativ lange drinnen ist, aber äußerst praktisch ist, sind Regions. Regions brauche ich nicht erklären, oder? Hash-Regions, End-Region kann ich zuklappen, aufklappen, ist überhaupt kein Problem. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Idee komme, dass mir dieser Finally-Block hier, den will ich eigentlich nicht immer sehen, der ist länger, der interessiert mich nicht, Steuerung MH, damit können Sie einen Ad-Hoc-Block erzeugen, ohne dass Sie ein Region-Statement einfügen, und zwar innerhalb des Codes, völlig egal, ob das über eine Methode hinweg ist, innerhalb der Methode drinnen ist, das speichert er in den User-Files. Das wird nicht irgendwo im Source-Code hinterlegt. Das belastet also auch keinen Ihrer Kollegen, wenn Sie nicht wollen, der sich nur den Source-Code ansieht. Aber diese Ad-Hoc-Blocks sind eine praktische Sache, wenn man sich schnell mal einen Überblick verschaffen will und hier gewisse Details ausblenden will, wo man sagt, die gehen mich im Moment nichts an, ich will mich auf etwas weiter unten konzentrieren. Steuerung MH, Ad-Hoc-Block einfügen, ist eine spannende Sache. Okay, wunderbar. Lassen Sie uns die wichtigsten Features hier anhand der Slides nochmal rekapitulieren. Nummer 1, Call Hierarchy habe ich Ihnen gezeigt. Ist, wenn man so will, Find All Reference on Steroids habe ich hier genannt, also das bessere Find All References. Ich kann da drinnen mit verschiedensten Dingen suchen. Ich kann es aufklappen, mehrstufig runtergehen. Ich kann den Scope setzen, suche nur im aktuellen Projekt und ähnliche Dinge. Wenn Sie allerdings in so etwas wie SAML suchen wollen, keine Chance, dann müssen Sie weiterhin Find in Files verwenden. Next one, Code Definition Window. Falls Sie sehen wollen, Steuerung WD. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, mit diesem Quick Find rechts oben, Steuerung Q, können Sie blitzartig diese Fenster aufmachen, wenn Sie den Namen von dem Ding wissen. Code Definition Window. Was sehen Sie hier? Sie sehen immer die aktuelle Definition von dem, was Sie gerade angeklickt haben. Tipp, zwei Monitore, Code Definition Window, eigenes Fenster. Klappt wunderbar. Next one, Quick Launch, das ist dieses Ding rechts oben, Steuerung K ist hier das Wichtige. Diese drei sollte man sich einprägen, ganz ehrlich, ich habe mir nur das hier gemerkt, die anderen Punkte suche ich einfach so. Aber in den Optionen suchen passiert doch hin und wieder. Wie war das schnell mit Zeilennummern einblenden, add opt line und schon sehen Sie Line Numbering und Sie können das einblenden, so als hätten Sie genau gewusst, wo das zu Hause ist. Nächster, Navigate to, kennen wir schon. Steuerung Komma habe ich Ihnen demonstriert. Hier die Tipps, alles Kleinbuchstaben, Case-Insensitive, Klein- und Großbuchstaben, Case-Sensitive, außer bei Files, wichtiger Punkt. Und mit Space können Sie mehrere Dinge mit einer Und-Verknüpfung reingeben. Hier hatten wir drinnen, ja genau, wann ist Find in Files besser? Regular Expressions. Wenn Sie nach was Kompliziertem suchen, dann suchen Sie es mit Regular Expression und das funktioniert auch beim Suchen und Ersetzen. Steuerung Shift H. Navigate to, ach ja, genau, F8, wichtiger Punkt. Kennen vielleicht manche nicht, vielleicht kennen Sie es schon. Sehen Sie hier unten, hier habe ich eine Liste von Suchergebnissen und wenn ich durch die durchscrollen möchte, muss ich sie nicht einzeln doppelt anklicken, sondern ich kann einfach mit F8 die Sachen hier durchgehen. Das funktioniert auch bei Fehlerlisten. Wenn Sie kompilieren, Sie bekommen 5 Fehler, drücken Sie auf F8, stehen Sie am ersten Fehler, bessern ihn aus, F8, nächster Fehler, F8, F8 und so weiter. Das ist eine praktische Sache, man muss nicht immer doppelt herumklicken und nicht nach jeder Fehlerkorrektur neu kompilieren.
Mit Steuerung Minus komme ich dann entsprechend wieder zurück. Und ich sehe gerade, das ist ein Screenshot von 2010. In 2012 ist das Ding ganz links oben raufgerückt, so wie es beim Browser beispielsweise üblich ist. To-Do-Listen. Wer von Ihnen kennt die To-Do-Listen in Visual Studio? Würde mich interessieren. Ja, die meisten. In Visual Studio 2012 sind die ebenfalls da, diese To-Do-Listen. Man kann es mit //To-Do eintragen, kann ich hier mal machen. Wenn ich mir hier Steuerung Q To-Do, tippe ich einfach hier ein, aha, fast. To-Do, ja. Yeah. Wo habe ich meine To-Do? Windows. Task-Window ist es, nicht Task-Window, sorry, danke. View-Task-List, da habe ich meine Task-List. Und wenn ich jetzt irgendwo eintrage, //to-do, Doppelpunkt, do something, dann habe ich hier verschiedene Dinge drinnen in den Comments, dann durchsucht ihr das und Sie sehen, wir haben einige To-Dos in unserem Source-Code drinnen stehen. Macht aber nichts, ist eine schöne Sache und vergessen Sie nicht, wir haben hier ein Projekt, ich weiß, er ist zweimal abgestürzt am Anfang, aber jetzt ist er ja brav, oder? Wir haben hier ein Projekt mit 100 Projekten, mit 100.000 Lines of Code, also er ist halbwegs flott. Was es noch gibt, was vielleicht nicht ganz so bekannt ist an dieser Stelle, wenn ich mich hierher setze, Edit, dann kann ich hier bei den Bookmarks ein Add Task List Shortcut reinhängen. Sehen Sie dieses Ding? Und wenn ich hier reingehe in meine User Tasks, dann kann ich hier, jetzt bin ich drinnen, dann habe ich hier meine Task List, da kann ich also ohne, dass ich ein To-Do reinschreibe, mir an irgendeiner Zeile an dieser Stelle mit den Task-Lists, hier, Steuerung ET ist der Shortcut, verschiedene Dinge reinsetzen, die kann ich mir auch ansehen, durch Doppelklick hüpfe ich hin und die kann ich dann auch auf erledigt setzen. Sehen Sie das? Auf diese Art und Weise kann ich mir selbst eine Art To-Do-Liste bauen, ohne den Source-Code mit //To-Do Kommentaren irgendwie kaputt zu machen, wenn ich das nicht möchte. Ist das vielleicht ein netter Tipp? Sie haben das dann auch in den Slides hier stehen. Das sind die To-Do-Lists. Bookmarks gibt es natürlich auch. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das nutzt. Ich nutze es relativ selten. Ich zeige es Ihnen hier. Für diesen Vortrag habe ich mir zwei Bookmarks erstellt. Der Vorteil von Bookmarks gegenüber To-Do-Listen ist, ich kann es an dieser Stelle benennen. Ein Doppelklick und ich springe rein. Wo ich es verwende, ist, wenn ich Code-Reviews mit jemandem mache. Wenn ich irgendwo ein Stück Code bekomme, ich mache eine Code-Review und ich habe mir irgendwelche Kommentare hinterlegt, lege ich mir Bookmarks rein und kann mit demjenigen dann sehr schnell die einzelnen Punkte durchgehen und diskutieren. Task-List-Shortcuts, genau. Reference-Highlighting, eine Kleinigkeit, ist Ihnen wahrscheinlich schon öfter mal aufgefallen. Schauen wir rein, hier sind wir drinnen. Wenn ich hier mal auf New Property gehe, dann markiert er alle Vorkommen von New Property in grau. Was allerdings nicht so bekannt ist, ist dieser Shortcut hier, Steuerung, Shift, runter und rauf. Damit kann ich sehr schnell zwischen diesen Vorkommen wechseln. Ich kann nach oben und nach unten herumhüpfen. Eine sehr praktische Sache, wenn man sehr tastaturgetrieben entwickelt, dann spart man sich den einen oder anderen Griff zur Maus. Outlining, Collapse der Definition, Steuerung M, O, M, M habe ich schon erklärt und hier die Ad-Hoc-Blocks, die wir diskutiert haben. Gut, damit möchte ich das Thema Navigation abschließen und ich möchte mich mit Ihnen zum Thema Code Generation bewegen. Was kann man in Visual Studio, wie können wir schneller Code generieren? Schauen wir uns die Geschichte mal an. Dieses Mal erstellen wir aber ein neues Projekt. Ach so, das habe ich hier. Genau, wir erstellen an dieser Stelle ein neues Projekt und zwar erstellen wir meinetwegen eine Class Library. Das ist unsere Buster Coding Wind Class Library. Speichern wir diese Class Library ab. Ah, by the way, ich weiß nicht, ob manche von Ihnen öfter demonstrieren oder mal quick and dirty was ausprobieren wollen. Was ich hier verwendet habe, ist in den Tools. Für mich ist das sehr praktisch. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen wichtig ist. Und zwar, wo habe ich das drinnen? Hier. Save new projects when created. Wenn Sie das anhaken, dann müssen Sie beim Erstellen eines neuen Projekts sofort einen Folder auswählen und fix dieses Projekt speichern. Wenn man oft Schulungen, Trainings, Workshops macht oder auch schnell mal was ausprobieren will, will ich das nicht. Ich erstelle mir schnell irgendein Testprojekt oder eine Console-App, wo ich was ausprobiere und die will ich eigentlich überhaupt nie speichern. Zu diesem Zweck gebe ich dieses Ding hier einfach weg und was dann Visual Studio macht an dieser Stelle, ist, er speichert es überhaupt nicht ab, wenn ich diese
diese Solution jetzt beispielsweise schließe, Close Solution, dann sagt er, hey, wenn du jetzt rausgehst, dann ist dieses Projekt für immer verloren. Jawohl, will ich, ist schon weg. Wenn ich jetzt diese Class Library, basta.codingwind, nochmal anlege, dann kann ich aber mit einem Klick das dann auch wirklich persistent speichern und das lege ich mir jetzt ab und jetzt ist die Solution auch wirklich gespeichert. Also vielleicht ein kleiner Tipp für diejenigen unter Ihnen, die öfter in einer ähnlichen Situation sind. Wir könnten hier ein zweites Projekt reinlegen, legen wir ein Testprojekt rein, der neue Add Project Wizard für die 2008 Entwickler von Ihnen, Sie kennen ihn vielleicht noch nicht, Sie können hier oben das Target Framework auswählen, Sie können nach suchen und vor allem mit Steuerung E, nachdem es mittlerweile hunderte an Projekttypen gibt, extrem schnell suchen. Test, wenn ich mir nicht mehr sicher bin, was suche ich denn an dieser Stelle, dann kann ich hier sehr schnell das Unit Test Projekt raussuchen. Dieses Unit Test Projekt, ja, das ist mein Basta.coding wind.test beispielsweise lege ich zur Solution dazu und gut ist es. Wenn ich jetzt mal hier beispielsweise reingehe und eine Kleinigkeit an dieser Stelle mache, vielleicht, was könnten wir denn hier tun? Wir werfen mal alle Usings an dieser Stelle raus und sagen hier public static void do something, sowas in die Richtung. Dann bitte unbedingt merken, erstens mal IntelliSense, aber das kennen die meisten, wenn ich hier einen Methodenname, nein, einen Klassenname, Console, reinschreibe, den er nicht findet, mit welchem Shortcut kann ich das Using blitzartig hinzufügen? Steuerung Punkt. Steuerung Punkt merken. Steuerung Punkt ist Code-Generierung. Das ist genau das, was ich hier im Hintergrund mache. Dort WriteLine, sowas in die Gegend. Wenn ich jetzt eine abstrakte Klasse mache, Public Abstract MyBaseClass, und hier drinnen gibt es eine Abstract Class, MyBase Class und Steuerung KD formatiert mir den Source Code. Haben Sie es gesehen? Auch so ein Shortcut, den man sich wirklich gut merken kann, wenn man aus irgendeinem Grund den Shortcut den Source Code ruiniert hat, Steuerung KD und ich habe den Source Code entsprechend wieder formatiert. Hier drinnen mache ich mir eine Public Abstract Bool Query, was weiß ich nicht, sowas in die Richtung. Wenn ich jetzt ableite MyBase Class, wann immer Sie dieses kleine blaue Eckchen hier sehen, das hier, dann hätten wir hier so einen Punkt, wo wir mit der Maus drüber fahren können, wenn wir ganz geschickt sind, dann finden wir ihn irgendwie, aber an dieser Stelle geht es viel, viel besser, Steuerung, Punkt, Enter und er generiert für Sie die gesamte Implementierung dieser abstrakten Basisklasse. Das funktioniert genauso für Interfaces, das funktioniert genauso für ja, eben abstrakte Basisklassen, wie Sie sehen, Steuerung, Punkt. Das funktioniert auch, wenn Sie neue Methoden zum Beispiel verwenden. Wenn ich hier drinnen sage, perform some math beispielsweise und dem übergeben wir hier 5. Steuerung, Punkt, Enter und er erzeugt mir entsprechend den Code, er erkennt, dass 5 ein Integer ist und macht das Ganze private static, weil wir selbst in einer static Methode drinnen sind. Steuerung, Punkt ist die Code-Generierung dazu. Das funktioniert auch wunderbar bei Test-Driven Development. Haben Sie das gemerkt, was Visual Studio 2012 jetzt automatisch macht? Ich war hier bei Class 1, das haben Sie natürlich jetzt so nicht gesehen. Ich klicke jetzt nicht doppelt auf Unit Test, ich klicke nur einfach auf Unit Test. Er trackt das automatisch und springt zum entsprechenden File, öffnet mir es und zeigt mir dieses File an. Ich persönlich liebe diese Funktion, ich spare mir sehr viele Klicks dadurch. Hier habe ich diese Test-Method und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich sage hier, var my class ist gleich new coding wind Class beispielsweise. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, Steuerung, Punkt, dann kann ich mit Enter bestätigen und er erzeugt mir auch gleich eine Klasse direkt in dem Projekt drinnen. Das ist natürlich komplett unpassend für ein Unit-Test-Projekt. Mit Steuerung, Punkt, Generate Type geht ein Dialog auf und an dieser Stelle kann ich jetzt sagen, ja, erzeug mir die Klasse, aber erzeug sie mir bitte in einem anderen Projekt und zwar in der Class Library und nicht im Testprojekt. Wenn ich jetzt drauf drücke, dann habe ich jetzt diese Klasse hier oben erzeugt und dann kann ich entsprechend weitermachen. Ich gehe hier rein und sage an dieser Stelle myClass.readDataFromDatabase New SQL Connection, er fehlt mir ein Using, Steuerung, Punkt, gibt es noch nicht, klar, hier fehlt mir jetzt eine Referenz, das funktioniert leider nicht. Jetzt könnte ich nicht sagen, suche mir jetzt gleich diese Referenz raus, füge alles hinzu, diesen Schritt, den muss ich noch manuell machen. Aber das ist eine sehr gute Gelegenheit, den neuen Add Reference Dialog anzuzeigen. Haben Sie gesehen? War der schnell?
Ja, der war schnell. Ich liebe ihn. Steuerung E, das war das, was wir vorher schon hatten. Dann sind wir oben und dann könnten wir zum Beispiel Data mit System.data das Ganze sehr schnell suchen, wenn wir wollen. Aber ich glaube, das ist jedem soweit dann klar. Wir können natürlich hier in der Solution suchen und damit Referenzen in der Solution machen. Und ich kann auch Referenzen auf COM-Library setzen. Sie wissen ja, NoPia und alle diese Sachen. Steuerung E, Add References, ist der neue Add References-Dialog. Übergeben wir ihm hier mal Test, sowas in die Richtung, mit Steuerung Punkt, können wir jetzt diese Methode erzeugen. Mit F12 hüpfe ich wieder rein. Sie sehen, ich nutze die Navigationsfeatures, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, um eben sehr schnell hin und her zu wechseln. Eine Sache noch dazu, und zwar hier im Unit-Test an dieser Stelle, myClass.read Data from, und jetzt möchte ich irgendwas anderes schreiben. Wenn ich hier nämlich Klammer aufmache, sehen Sie das, dann ersetzt er das sofort. Wenn ich jetzt nicht read data from database machen möchte, sondern ich möchte eigentlich die Methode read data from erzeugen. Ja. Read data from, was weiß ich was, mit entsprechenden Parametern. Dann macht mir hier, oder vielleicht nur read, dann geht hier IntelliSense her und ergänzt das automatisch, wenn ich Klammer aufmache. Das muss aber nicht so sein. Und zwar, was Sie hier haben, sind zwei verschiedene Modi, den Completion Mode und den Suggestion Mode. Und umschalten können Sie mit Ctrl Alt Space. Ich zeige Ihnen die Konsequenz. Ich drücke jetzt mal auf Steuerung Alt Space. Dot Read. Aha. Mhm. Denkst du? Warum nicht? Hier war gerade der Shortcut. Steuerung Alt Space. Okay. Steuerung Alt Space. Ah, aus welchem Grund auch immer. Ich habe mich sicher nicht vertippt, aber jetzt hat es funktioniert. MyClass dot. Sehen Sie, was jetzt passiert? Achten Sie darauf. Hier, an dieser Stelle, wenn ich Test-Driven Development mache, schalte ich an dieser Stelle um, bleibe ich hier drinnen und jetzt kann ich tippen und wenn ich jetzt Klammer aufmache, dann vervollständigt er nicht automatisch den Methodenname. Jetzt kann ich hier 5 übergeben und kann mit Steuerung Punkt mit Enter die entsprechende Methode erzeugen. Wenn ich wieder Steuerung Alt Blank drücke, so, myClass.read, ja, Steuerung Alt leer, myClass, Steuerung Alt leer, ja, Steuerung Q, Toggle, Completion Mode, Enter und dann habe ich genau das Gleiche. Ja, aus welchem Grund auch immer funktioniert der Shortcut nicht, aber zudem haben wir ja die Quick Launch Bar da oben, den wir hier sehr schnell und gut umschalten können. Das ist Code-Generierung hier direkt drinnen in Visual Studio. Wer von Ihnen nutzt diese Code-Generierung laufend? Ja, einige. Vielleicht ist es für die anderen ganz praktisch. Also ich liebe das heiß. Ein paar Tipps noch dazu, wenn Sie irgendwo schon Code haben und Sie wollen wissen, diese IntelliSense-Windows, Sie wollen das einblenden, STRG-SHIFT-SPACE ist auch so ein wichtiger Shortcut, mit dem man das sehr schnell einblenden kann und dann sehen Sie die Doku zu einem entsprechenden Parameter beziehungsweise STRG-KI, SHOW-QUICK-INFO, dann sehe ich die Doku zu dem entsprechenden Member an dieser Stelle. Das ist natürlich nicht alles, was man machen kann in puncto Code-Generierung bzw. Generierung ganz allgemein. C#-Code-Doku werde ich nur ganz kurz anreißen. Ich werde es nicht detailliert machen. Das würde den Rahmen sprengen. Ich hoffe, Sie kennen das alle und machen das alle recht fleißig. An dieser Stelle kann ich mit 3 Slashes Summary Tags einführen. Mit 3 Slashes fügt er auch gleich Parameter ein. Das kennt er auch, wenn ich so tippe. Die Parameternamen sind alle richtig. Und dann gibt es an dieser Stelle ein wichtiges Tool, das ist Sandcastle bzw. der Sandcastle Help-File-Builder. Wenn Sie fleißig kommentieren, dann können Sie mit Sandcastle oder dem Sandcastle Help-File-Builder schnell eine API-Doku rausgenerieren in HTML, in Compiled Help-Files und ähnliche Dinge. Eine sehr praktische Geschichte. Snippets, muss ich fragen, je nachdem, gehe ich tiefer ins Detail oder nicht. Wer von Ihnen nutzt Snippets? Wer von Ihnen passt eigene Snippets an? Das sind schon weniger. Also das mit dem Nutzen, das machen offenbar mehr. Snippets, das ist beispielsweise vor, tap, tap, und er generiert mir die Vorschleife. Und dann habe ich hier so eine Art Eingabeformular und dann kann ich hier
sehr schnell eine Vorschleife einbauen oder andere wichtige Dinge, wie beispielsweise CW, Tab, Tab. Oder ich möchte einen Konstruktor einführen, CTOR, Tab, Tab, und ich habe den entsprechenden Konstruktor hier drinnen. Diese Snippets können Sie managen, das ist jetzt für mehr interessant, nachdem weniger gesagt haben, Sie passen das Ganze an, mit dem Code Snippets Manager, das ist der hier, Visual C Sharp. Und dann sehen Sie, Visual C Sharp, schauen wir uns mal die gerade gezeigte Vorsnippet an. Das ist einfach ein XML-File. Ich kopiere hier mal den Pfad raus. Dann sehen Sie, wie ein solches Snippet-File aussieht. Nicht sonderlich kompliziert. Das hat ein paar beschreibende Dinge, das ist jetzt nicht so wichtig. Es hat hier unten den entsprechenden C Sharp-Code eingebettet und Platzhalter. Sehen Sie das? Dollar Index beispielsweise. Und wenn ich jetzt weiter raufschaue, dann steht hier, dass Index ein Literal ist, der defaultmäßig I hat und der Tooltip sollte Index sein. Ich mache nochmal vor Tab Tab und Sie sehen I, wenn ich hier drüber fahre, dann steht hier Index und genau so kann ich mir dann eben Snippets zusammenbauen. Snippets sind eine sehr praktische Angelegenheit, gerade wenn Sie für ein ganzes Team verantwortlich sind und häufiger wiederverwendbare Code-Teile machen möchten. Keine Ahnung, was ist etwas, was ich sehr häufig brauche, das zeigt es recht gut. Die WPF-Entwickler unter Ihnen, rechte Maustaste, Insert Snippet, und da gibt es die berühmten NetFX, Define Dependency Property, das ist jetzt mal was etwas Komplizierteres, nicht nur ein ganz simples For, das ist ein komplettes Dependency Property, das ich auf diese Art und Weise sehr schnell einfügen kann. Oder Sie nehmen kein Dependency Property, sondern Sie implementieren iNotify Property Changed, da muss man immer das Gleiche machen. Private Member zum Speichern des States, Getter, Setter mit On Property Changed und das ganze Zeug. Das können Sie sich einmal in ein Snippet reinlegen und damit sind Sie produktiver beim Erzeugen des Codes. Also für die, die noch nie ein Snippet selbst geschrieben haben, Sie sehen, es ist ein Kinderspiel. Sie brauchen es dann nur in den entsprechenden Ordner, den Sie im Code Snippet Manager gesehen haben, reinkopieren und schon kennt Visual Studio dieses Snippet und los geht's. Surrounds with ist eine recht praktische Angelegenheit. Was ich damit machen kann, ich zeige Ihnen das mal, ist sowas Ähnliches wie mit den Snippets. Ich kann zum Beispiel hier sagen, Console write line hello world, dann markiere ich diese ganze Angelegenheit, rechte Maustaste, dann kann ich hier sagen surround with, for, und Sie sehen, was passiert ist, er packt mir das Ganze in eine Schleife ein. Manchmal ganz praktisch. Wenn ich so etwas mache, ich markiere das Ganze, rechte Maustaste, surrounds with, gibt es eine Steuerung KS, wenn Sie es öfter brauchen, merken Sie sich das vielleicht, hash region, und Sie sehen, er packt mir das Ganze in eine Region ein. Okay? Wie gesagt, sind auch nichts anderes als Snippets, nur rund um einen existierenden Codeblock. In ASP.NET gibt es diese Snippets mittlerweile auch. Es gibt es auch für XML und XAML und alle diese Dinge. Also seit Visual Studio 2010 hat sich da sehr viel getan. Next one. Item and Project Templates. Wieder meine Frage an Sie, was mich interessiert. Wer von Ihnen hat schon Item und Project Templates erstellt? Ah, das sind wenige. Item- und Project-Templates sind eine sehr spannende Angelegenheit, und zwar dann, wenn man ein Team hat und vielleicht Junior-Developer dazu bekommt und denen Arbeit ersparen möchte. Ich möchte Ihnen das mal demonstrieren. Und zwar schließen wir mal diese Solution und legen eine neue Solution an. Ich mache hier ein Projekt, und zwar ein ganz normales Windows-Projekt, Class Library. Das ist meine, was weiß denn ich, WPF Utility Library, sowas in die Richtung. Und in dieser Klasse mache ich mir jetzt, ja, Class 1 ist mir in dem egal, iNotify Property Changed, Steuerung Punkt, Using ist dabei, Steuerung Punkt, Implement Interface, und da geben wir vielleicht noch eine Protected Void Race Property Changed dazu, sowas in die Gegend, das ist eine Methode, bekommt String Prop Name, und da drinnen sagen wir das Übliche, was jeder wahrscheinlich schon tausendmal geschrieben hat, der WPF programmiert, if this.property changed nicht gleich null, dann möchte ich, ups, Achtung, geschwungene Klammer auf, Steuerung KD, und schon ist mein Source Code wieder formatiert, this.property changed, Klammer auf, this new Leerzeichen, er erkennt automatisch den Typ des Übergabeparameters, ich sage nur Enter und gebe hier Prop Name ein, wieder Enter, und er generiert ziemlich viel Code völlig automatisch. Das kann ich recht schnell machen. Ich habe mich allerdings ein wenig vertippt, genauso. Wenn ich das Ganze bilde, alles wunderschön, so können wir das Ganze drinnen lassen. Was meckert er an der Stelle? Eine Klammer habe ich vergessen. Gut, das ist nicht schlimm.
Sieht gut aus. Und weil wir sehr häufig in WPF-Programmen References brauchen, kann ich an dieser Stelle vielleicht gleich Samples hinzufügen, und zwar durchsuchbarer Referenzdialog, Windows Base, Windows B, Presentation, ja, genau den hier, Core und Framework, die typischen WPF-DLLs, die ich brauche, und gut ist es. Und jetzt habe ich sehr häufig die Situation, dass ich eine Class-Library anfange, wo ich genauso eine Klasse brauche, die iNotifyPropertyChanged implementiert, und das will ich nicht jedes Mal tippen. Dafür gibt es Item-Templates. Ich gehe her, File, Export-Template, Item-Template, kommt aus der WPF-Utility-Library, Class 1, Next. Ich brauche keine Referenzen, nur für das Item brauche ich keine Referenzen. Gebe dem Ding, überschreiben wir es mit Buster, Notifying Class. Ich gebe jetzt keine Description ein, ich könnte ein Icon vergeben. Ich lasse dieses Ding automatisch in mein Visual Studio installieren. Ich zeige Ihnen gleich, wie das funktioniert. Und ich möchte ein Explorer-Fenster, wo die fertige Datei drin ist. Finish. Was ich jetzt bekommen habe, ist ein ZIP-File. Da kann ich reinschauen. Da drinnen ist meine Class 1 und ein VS-Template-File, das ist nichts anderes als ein XML-File, das können Sie sich auch gerne durchlesen in der MSDN, wie das definiert ist. Der wesentliche Punkt an dieser Stelle ist, jetzt kann ich zu jedem späteren Zeitpunkt sagen, Add New Item, durchsuche hier oben nach Buster, hier haben wir schon, Buster Notifying Class, gebe hier unten an, das ist, keine Ahnung, mein Super Window. Enter, und Sie sehen, was er gemacht hat. Er hat automatisch, also er würde den Namespace ändern, wenn ich in einem anderen Projekt wäre. Er hat automatisch den Klassennamen gesetzt und er hat automatisch den Code entsprechend übernommen. Also das Erstellen dieses Item-Templates war ein Kinderspiel. Und genauso, ja, vielleicht noch zu den Fenstern hier. Lassen Sie mich nochmal hier, ja, ich zeige es Ihnen hier. Documents, Visual Studio, 2012, wo bist du? Sortieren wir es richtig. 2012. Hier in Templates, Item Templates, finden Sie an dieser Stelle das installierte ZIP-File. Sehen Sie das? Wenn dieses Ding im Ordner C-Sharp auftauchen soll beim New Project Wizard, dann könnte ich es einfach hier in diesen Ordner rein verschieben, überhaupt kein Problem. In diesem Fall hat es hier im Hauptknoten installiert. Dementsprechend ist es auch im Add New Item Knoten ganz oben. Ich kann das deinstallieren, indem ich sie einfach rauslösche, und zusätzlich exportiert er mir es noch in dieses Verzeichnis hier drinnen. Das ist nicht installiert, sondern ich habe hier angehakt, öffne einen Explorer, wo du dieses ZIP-File anzeigst, das habe ich jetzt hier drinnen. Wie könnte ich das jetzt einem Kollegen zukommen lassen? Ich schicke es ihm per E-Mail und er muss es in den richtigen Ordner reinkopieren. Ist das ganz zufriedenstellend? Vielleicht nicht. Wir werden gleich sehen, wie wir es noch besser machen können. Wenn Sie mehr Kontrolle über das Erstellen eines solchen Item-Templates haben wollen, dann gibt es eine andere Variante. Sie können den Visual Studio 2012 SDK installieren, den gibt es zum Download bei Microsoft, und dann bekommen Sie diesen Extensibility-Knoten hier, können ein eigenes Projekt an dieser Stelle verwenden, und das ist jetzt wirklich ein eigenes Template-Projekt. Da sehen Sie jetzt viel detaillierter, achten Sie auf den Code hier, was Visual Studio im Hintergrund automatisch macht. Sehen Sie das? Dieses class.cs hat, wenn ich das mal hier anklicke und mir die Properties ansehe, als Build-Action, ich zoome hier mal rein, None drinnen stehen. Das heißt, es wird nicht gebaut. In Wirklichkeit wird nur dieses VS-Template-File gebaut, und in diesem VS-Template-File habe ich jetzt eine Referenz auf dieses class.cs. Genau das Ding hier drinnen. Wenn ich dieses Projekt jetzt baue, STRG-SHIFT-B, baut mir das ganze Zeugs, rechte Maustaste, Open File in File Viewer, Bin, Debug, Item Template, C-Sharp, und hier drinnen habe ich wieder genau das gleiche ZIP-File, das wir vorher gesehen haben. Aber dieses Mal habe ich wirklich die volle Kontrolle über die Erstellung und kann hier wirklich in alles eingreifen. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie den Wizard verwenden oder hier ins Detail gehen. Ja, aber was ist, wenn ich dieses hübsche Item-Template, Project-Templates sind genauso simpel, da habe ich halt dann Referenzen drinnen und solche Dinge. Was ist, wenn ich das auf einfache Art und Weise so mit Installer meinem Team zur Verfügung stellen möchte? Auch nicht schwierig. Was ich dafür machen kann, ist ein, starten wir eine neue Instanz, ist ein VSIX-Projekt, nennen wir das mal Buster VS Extensions. Okay. Dieses VSIX-Projekt, hier haben wir es drinnen, besteht im Prinzip nur aus einem Wizard. Buster VS Extensions, der Autor ist in diesem Fall der Rainer.
Sie könnten das hier auch beschreiben, selbst mit einer License versehen. Sie sehen, das ist sogar dafür gemacht, dass man diese Dinge dann später verkaufen kann. Hier gibt es die Assets und was ich hier jetzt zugebe, ist jetzt genau unser Item-Template. Da könnte ich jetzt wählen, ob das Item aus der gleichen Solution kommt oder in unserem Fall ist es das zuvor erstellte Ding, das heißt, das kommt aus dem Filesystem. Das suche ich mir jetzt raus und zwar habe ich das drinnen, ja, wo habe ich das drinnen? Habe ich das überhaupt, das habe ich hier noch nicht abgespeichert. Mache ich das? Ja, das passt schon. Gehen wir das Ganze nochmal. Wieder zurück. Ich bin hier in C, Temp, Coding like the Wind, Item Template 1, bin Debug, Item Template C Sharp. Yep. Das ist genau dieses ZIP-File. Jetzt drücke ich auf OK und bilde das Ganze mit Steuerung Shift B. Wenn ich das mit Steuerung Shift B baue, dann bekomme ich dieses Mal beim VSIX-File kein ZIP-File, sondern ich bekomme wirklich ein VSIX-File. Sehen Sie das? Das kann ich meinem Kollegen schicken und wissen Sie, wie man das installiert? Nicht durch Copy and Paste, sondern einfach durch Doppelklick. Da kommt ein schöner Dialog. Sie sehen, das Ding hat einen freundlichen Namen. Er sagt dazu, wenn ich mehrere Visual Studio installiert habe, wo er es hin installieren würde. Ich drücke hier auf Install und jetzt habe ich es auch wirklich drinnen und das kann ich Ihnen zeigen. Wenn ich hier den neuen Dialog aufmache, dann habe ich hier irgendwo drinnen Basta. Ja. Ah, sorry, Visual Studio neu starten. Vergesse ich regelmäßig. Ja, ich muss alle Visual Studios neu starten. No. Habe ich noch eins offen? Ja. Hopp. So, und jetzt Extension and Updates, Templates. Ja, hier ist es. Jetzt hat er es richtig erkannt, es ist auch da. Ich könnte es auch direkt hier in Extensions und Updates wieder deinstallieren und wahrscheinlich habe ich es nicht Basta genannt, mein Item-Template. Wie habe ich denn das Ding benannt? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich habe ihm keinen wirklich sinnvollen Namen gegeben. Ist egal. Sie sehen es hier drinnen in den Extensions und Updates. Das funktioniert wunderbar und mit einem Klick kann ich das Zeugs wieder deinstallieren und dann sind die entsprechenden Item-Templates und Project-Templates wieder entfernt. Also auf diese Art und Weise können Sie zentral eine Art von Library anlegen mit Snippets, mit Item-Templates, mit Project-Templates und Sie werden dadurch in der Erstellung Ihrer Projekte hoffentlich effizienter und vor allem Sie machen es Ihren Kollegen, die vielleicht nicht so viel Erfahrung in einem gewissen Gebiet haben, leichter, diese Dinge zu nutzen. Schauen wir weiter. Ich habe Ihnen hier die wichtigsten Dinge zusammengefasst mit Screenshots, mit diesen VSIX-Projekten, mit diesen Platzhaltern und ähnlichen Dingen, wie Sie das Ganze erstellen und wie Sie es dann auch wieder deinstallieren können mit dem Extension and Updates Wizard. Damit Sie sich zu Hause wieder erinnern, können Sie das Ganze dann nochmal durchsehen. Damit Sie diese VSIX-Projekte machen können, brauchen Sie den Visual Studio 2012 SDK. Hyperlink finden Sie in meinen Slides und hier drinnen finden Sie detaillierte Informationen von Microsoft, wenn Sie das im Detail interessiert. Next one. Schauen wir, dass wir weiterkommen. Wir möchten Code generieren und dafür gibt es noch eine weitere Möglichkeit in der Visual Studio IDE, das sind T4-Templates. Wieder die Frage, es interessiert mich vom Publikum, wer nutzt denn T4-Templates? Mhm. Wer nutzt T4-Template zur Design-Time? Wenige zur Runtime. Da stimmt jetzt was nicht. Vorher haben mehr Leute aufgezeigt und es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Na, schauen wir mal. Für die, die es nicht nutzen, das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Den Code möchte ich aber an dieser Stelle nicht selbst tippen, den möchte ich Ihnen hier gleich demonstrieren. Was ist ein T4-Template? Am einfachsten zeige ich Ihnen mal ein T4-Template und dann brauche ich nicht allzu viel zu erklären. Das ist ein T4-Template. Es ist im Prinzip ein Text mit Lücken drinnen. Was Sie hier drinnen haben, ist statischer Text. In diesem Fall wird mit dem T4-Template zur Laufzeit ein SQL-Statement generiert. Ein SQL-Statement basierend auf, sehen Sie das? Lücken drinnen, die gefüllt werden durch irgendwelche Objektstrukturen. Das heißt, Sie können sich Objektstrukturen im Speicher aufbauen, keine Ahnung, einen Kunden beispielsweise, und wenn Sie dann aus dem Kunden ein Select-Statement generieren wollen, kein Problem, übergeben Sie das an diese T4-Templates und der mischt den statischen Content mit dem dynamischen Content, in diesem Fall zur Laufzeit. Wie fügt man so ein T4-Template zu Ihrem Projekt ein? STRG-SHIFT-N. Und dann können Sie hier oben suchen nach Template und dann sehen Sie, gibt es hier,
Ja, fast. Wo sind wir hier mit unseren Templates? Fast. Ach, ich habe ein neues Projekt angelegt. Steuerung N. Ich habe Steuerung Shift N gedrückt. Rechte Maustaste Add New Item, Steuerung Shift A. Ich habe mir gedacht, ich weiß es noch. Und dann haben wir hier ein Runtime Text Template und ein Text Template. Das hier ist zur Compile-Zeit und das hier ist zur Runtime. Wenn Sie also beispielsweise SQL generieren wollen zur Runtime, dann wählen Sie diesen Runtime Text Template Knoten aus. Der hat zur Folge, dass Sie, und diesen Source Code bekommen Sie von mir als Sample, der hat zur Folge, dass hier ein TT-File in Ihr Projekt reingelegt wird. Und wenn ich mir die Properties von diesem TT-File ansehe, dann sehen wir hier, Moment, ich muss das etwas größer machen. Machen wir das hier unten mal weg, dann geht sich beides aus, dass hier, ich zoome rein, Text Templating File Preprocessor drinnen steht. Und zwar passiert da Folgendes: Zur Design Time wird aus dem Template eine C-Sharp-Klasse. Diese C-Sharp-Klasse beinhaltet eine Methode, die heißt TransformText. Und in dieser Methode TransformText haben Sie eine Kombination von Write-Methoden und genau den Code, den Sie in Ihr Template eingebaut haben. Achten Sie bitte hier auf dieses ForeachVarProperty-in-this.properties. Wenn ich hier auf dieses SQL-Generator klicke, dann finden Sie hier genau diesen C-Sharp-Code. Er baut also zur Design-Time C-Sharp-Code, der dann zur Runtime dieses Template generiert. Diesen Code können Sie wunderbar auch in anderen Plattformen verwenden. Sie können generieren, was immer Sie wollen. CSV, XML, C-Sharp, SQL. Sie können ihn in Silverlight einsetzen. Sie können ihn serverseitig einsetzen. Ist vollkommen irrelevant. Die Arbeit erledigt die IDE zur Compile-Zeit, indem er C-Sharp-Code generiert. Wollen Sie nicht C-Sharp, dann können Sie oben gerne eine andere Programmiersprache eintragen. Aber ich habe durchgefragt, wir haben ja primär C-Sharp-Developer im Publikum hier sitzen. Das ist Runtime. Die Frage ist, wo kommt dieses this.schema, this.tableName rein? Ganz einfach, die Klasse, die T4 generiert an dieser Stelle, ist eine Partial Class. Und diese Partial Class an dieser Stelle können Sie erweitern. Das heißt, Sie machen einfach eine zweite Partial Class. Sehen Sie das? Das ist die Erweiterung von genau dem, von der generierten Klasse. Und hier geben Sie die notwendigen Properties rein, die dann auf dem Template zur Verfügung stehen. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Wenn Ihnen dieses Template hier nicht so gut gefällt, weil alles schwarz ist, es fehlt Ihnen IntelliSense und es fehlt Ihnen Syntax-Highlighting, dann empfehle ich Ihnen, ich weiß nicht, ob ich das in die Slides reingeschrieben habe, dass Sie sich den Tangible T4-Editor runterladen. Den gibt es in einer kostenlosen Edition auch zum Runterladen und der bietet Ihnen dann im Visual Studio eingeschränktes IntelliSense, Syntax-Highlighting und ähnliche Dinge. Also gerade wenn man viele T4-Templates verwendet, wir verwenden T4-Templates massiv, um unsere gesamte Data-Layer beispielsweise zu generieren. Wir haben unzählige solche T4-Templates. Ja, dann kann man das gut einsetzen. Denken Sie zum Beispiel an eine Data-Layer, wo Sie für verschiedene Datenbank-Management-Systeme, MySQL, SQL Server, Oracle, was auch immer, unterschiedliche SQLs generieren. Das lässt sich mit T4 perfekt implementieren. Was ist, wenn ich das Ganze aber zur Design Time haben will. Stellen Sie sich Folgendes vor. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe ein XML-Dokument erstellt. Das ist banal, ja. Classes, Class. Das habe ich mir einfach ausgedacht. Da habe ich irgendwas reingeschrieben. Und jetzt möchte ich immer dann, wenn ich dieses File speichere, hier, Class, Name ist gleich MyClass3, Save, möchte ich das im Hintergrund, diese Klassen generiert werden. Ich möchte also aus diesem XML, wohin man das auch hernimmt, das können Sie von irgendwo runtergeladen haben, mit der Hand geschrieben haben, mit irgendeinem DSL-Toolkit grafisch zusammengetragen haben, das ist Ihre Sache. Ich möchte C-Sharp-Code daraus generieren. Dafür verwendet man die zweite Form von Template. Achten Sie auf dieses Ding hier. Hier steht dieses Mal Text Templating File Generator im Vergleich zu Text Templating File Preprocessor. Wir verwenden also den File Generator und schauen Sie sich jetzt mal dieses Template an. Jetzt lassen wir die Assemblies und Imports mal weg. Was ich hier mache, ist, ich verwende this.host, damit greife ich auf Visual Studio zu, Resolve Path, das heißt, er sucht mir relativ zum Ordner des TT-Files das File XML, das ist ja im gleichen Ordner, und dann kann ich, und zwar hier zur Entwicklungszeit, Editierzeit, Code eintippen und ich generiere einfach Klassen. Das Ergebnis, wenn ich das aufklappe, ist hier ein Namespace, wo gewisse Klassen drinnen sind. Ja, wenn ich hier mal,
keine Ahnung, irgendwas verändere, speichern wir das Ganze ab. Und dann ist hier irgendwo ein Tippfehler drinnen, deshalb hat er es nicht gemacht. Schauen wir mal, was er hier... Name cannot begin. Wahrscheinlich habe ich in meinem XML-File einen Fehler drinnen, kann das sein? Nein. Spannend. Machen wir nochmal ein Rebuild. Warum auch immer. Dann demonstriere ich sie einfach live, kein Problem. Template, Text-Template, haben wir das hier erinnern. Hier ist im Moment noch leer und wenn ich hier zum Beispiel reingehe und an dieser Stelle sage for var i ist gleich 0, i kleiner 10, i plus plus, sowas in die Richtung, geschwungene Klammer auf und dann sagen wir class, my class hash i, geschwungene Klammer zu, sowas in die Richtung, speichern wir das ab. Und wenn ich hier reinschaue, dann habe ich an dieser Stelle jetzt 10 Klassen deklariert. Warum man das andere jetzt nicht ausführt, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich glaube, das Prinzip kommt rüber. Ich gehe hier nochmal rauf. Sie sehen, ich kann hier etwas eintippen und er führt das in der IDE zur Editierzeit bereits aus. Und damit kann ich aus XML-Files Code generieren. Fällt irgendjemandem ein Tool von Microsoft ein, das genau auf diesem Prinzip basiert? Ja? Entity Framework, exakt so ist es. Entity Framework arbeitet genau so, da gibt es XML-Files und aus diesen XML-Files wird über solche T4-Template zur Editierzeit Code generiert und Sie können diesen Code dann entsprechend kompilieren. Wunderbar. T4-Templates, ein nützliches Mittel sowohl zur Laufzeit als auch zur Designzeit. Da habe ich Ihnen wieder die entsprechenden Screenshots reinkopiert, die können Sie sich dann in aller Ruhe nochmal durchsehen und natürlich finden Sie auch Hyperlinks zu detaillierten Informationen in der MSDN-Library. Die Windows and Views, die können wir teilweise überspringen, weil ich es Ihnen schon gezeigt habe, nämlich den Solution Explorer, da können Sie jetzt runterscrollen, runterdrillen bis hin zur Klasse und zu den einzelnen Members. Den habe ich Ihnen noch nicht gezeigt, den Test Explorer, der ist auch noch ganz praktisch. Und da möchte ich jetzt, kommen wir langsam zum Abschluss, da möchte ich Ihnen jetzt ein weiteres Testprojekt zeigen, das ich erstellt habe für Sie, und zwar genau das hier. Das ist öffnen wir es direkt aus dem Verzeichnis hier, C, Temp, Coding, Like the Wind, und hier drinnen möchte ich gerne, genau, das hier hernehmen. Sie sehen, dieses Projekt, wenn ich hier mal rüber scrolle, besteht aus einer Class Library und besteht aus einem Unit-Test-Projekt und jetzt möchte ich mal mit diesen Unit-Tests arbeiten. Dafür gibt es ein neues Fenster hier in Visual Studio 2012 und zwar den Test Explorer. In diesem Test Explorer, der ersetzt die Toolbar, die Sie vielleicht gewohnt sind. Wenn ich diese Unit-Tests hier nochmal aufmache, dann sehen Sie, es gibt hier zwei Testmethoden, Test Method 1 und Test Method 2 und hier drinnen kann ich mit einem Klick natürlich diese Tests ausführen. Das ist nichts Neues. Die laufen durch, passen beide. Wenn ich einen debuggen will, rechte Maustaste, Debug Selected Test und er führt den entsprechenden Test direkt im Debugger aus. Auch nichts Besonderes Neues. Das Neue ist eben, dass es hier diesen Test Explorer an dieser Stelle gibt. Hier oben kann ich ebenfalls diese Dinge einzeln starten und es gibt was ganz Spannendes, diese Analyze Code Coverage. Ich kann hier draufdrücken, dann lässt er alle unsere Tests durchlaufen und
er zeigt mir dann die Code Coverage in einem eigenen Fenster an dieser Stelle. Ich mache das mal hier floating. Hier wäre es wieder schön, wenn ich einen zweiten Bildschirm hätte. Klappen wir das Ganze mal auf und schauen wir, was wir alles testen. Wir kommen zum Beispiel drauf, dass wir hier in der Klasse Orders 4 Blocks nicht testen. Ich klicke hier drauf, Get Price, Doppelklick und dann sehen Sie in Rot die Zeilen, die nicht durch einen Test abgedeckt sind. Während, schauen wir hier mal rein, wenn ich hier doppelt draufklicke, dann sehen Sie in so hellgrün, sieht man das am Videobeamer? Ganz, ganz schwer angedeutet, also am normalen Monitor sehen Sie das, das ist so in Türkis hinterlegt, die Zeilen, die wirklich durch einen Unit-Test auch abgedeckt sind. Also eine ganz einfache Sache, wie Sie Code Coverage analysieren können. Sie brauchen nur die entsprechenden Unit-Tests, führen es aus und wissen dann ungefähr, wo sie stehen. Dieser Test-Explorer beinhaltet noch zwei nette Features. Das erste Feature ist das hier, Run Tests After Build. Das kann ich einschalten und wenn ich jetzt entsprechend baue, dann lässt er die Tests nach dem Build automatisch laufen, Punkt 1. Und Punkt 2, diese Search Bar hier. Also habe ich es noch irgendwo offen? Nein, ich habe meine All-Solution nicht mehr offen. Das riskiere ich mit meinem Visual Studio heute auch nicht mehr. Aber wenn Sie Tausende an Unit-Tests haben, also wir haben wirklich Tausende an Tests für unsere eigene Applikation und Sie wissen, Sie suchen einen bestimmten Test, dann ist es äußerst praktisch, wenn Sie hier blitzartig schnell drinnen suchen können. Dieser Test Explorer, etwas ganz Neues in Visual Studio 2010, es ist ein wenig Hassliebe, muss ich zugeben. Ich habe mich so daran gewöhnt gehabt, dass ich hier beim Unit-Testing rechte Maustaste, Debug this Test, das war so gewohnt für mich, das habe ich leider verloren, aber dafür kann ich jetzt hier mit der rechten Maustaste hier auf Debug klicken. Es ist ein wenig Umgewöhnung, aber man gewöhnt sich dran, es ist nicht ganz so schlimm. Die haben wir schon gemacht. Genau, das hatten wir schon. Zoomen brauche ich Ihnen nicht zu erzählen. Was ich abschließen möchte, und das sind die letzten 3-4 Minuten, die ich Ihnen hier zeigen möchte, ist Debugging. Denn in Debugging hat sich bei Visual Studio 2010 einiges getan, was meiner Erfahrung nach sehr viele Leute nicht kennen. Ich habe dazu diese Solution hier erstellt und hier gehe ich mal rein, beispielsweise in diesen Unit-Test und dann machen wir jetzt Folgendes. Das erste Beispiel, das bezieht sich auf diese zwei Zeilen hier unten. Ich setze hier einen Breakpoint rein und lasse dann diesen Test, diese Test Method 2, mal im Debugger laufen. Dann müsste er sich gleich hier herstellen. Ja, hier sind wir. Und jetzt habe ich folgende Situation. Ich habe hier eine bestimmte Order. Sehen Sie das? Das kennt jeder wahrscheinlich. Drüberfahren und ich sehe die entsprechende Order. Dann habe ich hier aber eine Liste von Orders. Wenn ich das aufklappe, habe ich eine Liste von 100 Orders. Jetzt möchte ich wissen, ist diese Instanz in dieser Collection drinnen? Wie mache ich das? Das mache ich über die sogenannten Object-IDs. Ich kann hier herfahren und kann dieses Ding hier pinnen. Auch eine sehr praktische Geschichte. Ich weiß nicht, wer das alle kennt. Wenn ich das hier pinne, dann bewegt sich das mit. Das ist quasi ein Watchpoint, der hier angepinnt ist. Diesen Pin kann ich auch wieder weggeben. Dann scrollt der Code unter dem Watchpoint durch. Sehen Sie das? Also ich pinne dieses Ding hierher und kann an dieser Stelle sagen, rechte Maustaste, Make Object ID. Dann bekommt der hinten hier ein 1-Hash. Wenn ich jetzt diese Orders ebenfalls vielleicht hierher pinne, so mal, hier drunter, und ich klappe das Ganze auf und ich scrolle hier durch, da haben wir ihn, an der Stelle 26 ist genau diese Object-ID. Äußerst praktische Sache, braucht man sehr häufig, wenn man mit Collections arbeitet und ein bestimmtes Element sucht. Und selbst ein Element aus der Collection kann ich hier pinnen. Sehen Sie das? Dann habe ich nicht nur die Orders, die ich jederzeit mir aufklappen kann, sondern ich habe hier gleich dieses eine Ding und kann das hier direkt, während der Code durchläuft, auch wunderbar durchsehen. Eine recht angenehme Sache. Das kann ich Ihnen auch noch an einer anderen Stelle zeigen. Ich unterbreche hier nochmal und gehe hier rein. Wo gehen wir denn hin? Hier in den, ja, hier rein, das sieht doch gut aus. Create Tables, genau. Was nehmen wir denn? Ach, bleiben wir nochmal hier drinnen. Lassen wir diesen Test nochmal durchdebuggen. Ich kann es hier drinnen auch herzeigen. Breakpoint bitte, danke. Machen wir es groß, damit Sie es besser sehen. Diese Orders hier, die werfe ich mal weg. Remove Expression und Remove Expression. Diese Specific Order, da kann ich sogar einzelne Elemente dazu pinnen. Ich pinne das hierher und dann sehen Sie, der Amount wird hier direkt drunter angezeigt. Und dann hätte ich noch gerne die Order-ID dazu angezeigt, wie Sie es hier sehen. Und wenn ich das entsprechend darstellen habe, kann ich sogar noch einen Schritt weiter gehen und hier sage, please
Note this configuration. Und das Ganze wird jetzt mit abgespeichert. Wenn ich meinen nächsten Debugger-Durchlauf mache, steht genau in diesem File an genau dieser Stelle die richtigen Elemente dort und ich kann eben mit meinen Kommentaren vielleicht das mit einem Kollegen durchdiskutieren oder ähnliche Dinge. Eine äußerst praktische Sache. Sie sehen das Ganze hier nochmal in Screenshots drinnen. Letzter Punkt, IntelliTrace. IntelliTrace kann ich Ihnen hier leider nicht zeigen. Ich habe einen Screenshot drinnen, weil wie gesagt, ich verwende die Premium Edition. IntelliTrace ist eine praktische Sache, um im Nachhinein das Programm zu analysieren, so quasi CSI für Developer. Sie können einen Tester durchlaufen lassen, können mit IntelliTrace den Callstack aufzeichnen und können dann nachsehen, wann ist eine Exception aufgetreten, wann hat er mit XML gearbeitet, wann hat er auf die Datenbank mit welchem Select-Statement zugegriffen, aber das geht leider nur mit der Ultimate Edition. Wenn Sie es mal ausprobieren wollen, es gibt eine Trial Edition der Ultimate-Variante. In diesem Sinne, Data-Tipps haben wir durchbesprochen, freut es mich, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, für jeden war der eine oder andere Tipp dabei. Einen wunderschönen Tag noch auf der BASTA. Dankeschön.